Herzlich willkommen bei unserem Nachteulengottesdienst hier in der Friedenskirche in Ludwigsburg. Gratulation, das Blaue vom Himmel herab versprochen, die Seligpreisung für heute ausgelegt. So lautet das Thema der heutigen Predigt, die der bekannte Theologe und Journalist Andreas Malessa für uns hält. Die Nachteulen-Kombo wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. Mein Name ist Martin Wente. Ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Jeder Tag ein ganzes Leben. Jeden Tag die Schale des Lebens hochhalten, um zu empfangen, zu tragen und wieder abzugeben. Diese Worte des großen Mystikers Dag Hammarskjöld kamen mir in den Sinn, als ich in den letzten Tagen und Wochen über die Zeit jetzt nachdachte, da ist so viel Unruhe und Nervosität. Menschen sind erschöpft von der Hitze, Menschen sind unruhig, die Gesellschaft als Ganze ist unruhig und nervös. Wir führen unruhige Debatten, haben gesellschaftliche Konflikte, die ziemlich hochgejazzt werden. Und da dachte ich, das ist gut, sich daran zu erinnern, dass wir alle gemeinsam das Eigentliche im Leben empfangen und dadurch verbunden sind und jeden Tag aufs Neue die Schale unseres Lebens Gott hinhalten können und sagen, füll du es mit allem, was ich brauche, mit allem Guten, auch mit manchen Schwierigen, an dem ich wachse. Und das trage ich dann durch den Tag. Und am Schluss des Tages, dann gebe ich es ab und sage, Gott, jetzt bist du wieder dran. Das war's, jetzt bist du dran. Die Schale unseres Lebens wird immer wieder gefüllt von dem großen und barmherzigen Gott. Wie schön, dass er auch heute da ist und verheißen hat, auch in diesem und durch diesen Gottesdienst uns aufzuladen, unsere Schale zu füllen, damit wir Gutes weitergeben können. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen. Wir feiern ihn im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Jetzt haben wir uns so wunderbar auf den Weg gemacht, dass wir jetzt, nachdem wir unterwegs waren, bereit sind, kurz anzuhalten, etwas ganz und gar Erstaunliches zu hören. Einen der erstaunlichsten Texte, die die Bibel überhaupt bereithält, den Beginn der Bergpredigt. Als er, Jesus, das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach,
Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wort des lebendigen Gottes. Herzlichen Glückwunsch, gratuliere, das sagen wir zu Menschen, die Geburtstag haben oder ein Jubiläum feiern. Ne? Und wenn der Grund der Freude hart erarbeitet und lange herbeigezittert wurde, also Führerschein, Abitur, Bachelor, Master, ein unbefristeter Arbeitsvertrag nach einem Bewerbungsgespräch oder der erlösende Elfmeter am Ende eines Fußballspiels, dann fällt das schon kräftiger aus, das mit dem herzlichen Glückwunsch. Ne? Dann fallen wir uns in die Arme, wir kreischen und pfeifen und jubeln. Wenn Sie das hebräische Wort für glückselig laut und in hoher Tonlage sagen, kommt dieser Sound dabei raus. Das Wort heißt Aschrei. Also nicht österreichisch Aschrei, sondern Aschrei. Laut und in hoher Tonlage, probieren wir es mal. 3, 2, 1. Ja. Geht noch ein bisschen fröhlicher. 45 Mal steht es im Ersten Testament oder im Alten Testament, in dem jüdischen Teil der Bibel. Martin Luther übersetzt es, leitet sich ab von Glück, Substantiv. Und Martin Luther übersetzte es mit Wohl. Mit Wohl. Also wohl dem Volk, dessen Gott der Allmächtige ist, Psalm 33. Oder selig der Mann, dessen Hilfe der Herr ist, Psalm 145. Wohl. Also da merken Sie schon, dass Freudentränen, feuchte Jubeln ist da zu so einem altväterlichen Schulterklopfen verdunstet. Ne? Gut gemacht, mein Junge. Schade eigentlich. Die emotionale Wucht, denken Sie einfach an den erlösenden Elfmeter. Die emotionale Wucht des Wortes Aschrei im Hebräischen markiert aber gleichzeitig die Fallhöhe der Logik. Denn, wenn Sie Martin Wente eben gut zugehört haben, werden doch 5 von 9 Unglückliche beglückwünscht. Das ist doch, also Moment, Stimmung, Partystimmung im Ruf? Ja, super, wow, hey, 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 hey. Und bemitleidenswert, schrecklich, tragisch im Text. Damit ist auch das, die Paradoxie markiert der Seligpreisungen. Denn würde ich mit strahlendem Lachen im Gesicht und Blumenstrauß in der Hand zu Ihnen sagen, gratuliere, du bist arm. Ja, herzlichen Glückwunsch, du trauerst und weinst. Toll, du bist nicht durchsetzungsfähig, geil, wie du unter ungerechten Verhältnissen leidest. Sie würden mich mindestens für unhöflich, wahrscheinlich für bekloppt, schlimmstenfalls für zynisch halten. Richtig zynisch.
Ja, Moment, sagen sie jetzt, Herr Manesser, aber ich meine, wenn Jesus die Bergpredigt denn selber gehalten hat und es nicht einfach nur eine literarische Konstruktion des Matthäus war, die er ihm dann posthum in den Mund legte, also gehen wir mal davon aus, es hat eine Veranstaltung gegeben, da stand drauf, heute 19 Uhr Bergpredigt, Open Air, umsonst und draußen, dann war er ja zu dem Zeitpunkt noch gesund und munter. Ja, das stimmt, aber die Kinder und Enkel der Augen- und Ohrenzeugen seines Leidens, die das so ab 60, 70, 80 im ersten Jahrhundert aufschrieben, litten doch selber unter Verfolgung, Diskriminierung, Benachteiligung. Erst durch Saulus, später durch Nero, Caligula und ganz später Vespasian, Diokletian und was andere psychopathische römische Kaiser alles waren. Auch die, die das aufgeschrieben und sich an diese Worte Jesu erinnerten, waren nicht im vordergründigen Sinne zu beglückwünschen. Für das, was man im 21. Jahrhundert im industriellen Europa für Glück hält, Doppelhaus, Hälfte, hübsche Frau, zweiartige Kinder und ein Golden Retriever. Nein, es waren auch bemitleidenswerte Menschen. Also, unabhängig von filigranen Verfasserfragen würde ich sagen, die Seligpreisungen beziehen ihre Authentizität und ihre Autorität. Sie beziehen ihre Ernsthaftigkeit und ihre Eindringlichkeit aus der Tatsache, dass eben Jesus sie gesagt hat. Selig die Armen, denn ihnen gehört die gerechte Welt Gottes. Selig die Trauernden, denn die Trauernden werden getröstet werden. Selig die Gewaltlosen, denn sie werden das Land erben. Selig die nach Gerechtigkeit hungert, denn sie sollen satt werden an Gerechtigkeit. Selig die Barmherzigen, denn sie werden selbst Barmherzigkeit erfahren. Selig die Herzensreinen, denn sie werden Gott schauen und die Friedensstifter werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Ja, liebe Leute, wer kann denn das alles einlösen? Das sind doch, Zitat, schamlose Versprechen auf Belohnung, hat C.S. Lewis gesagt, der Erfinder der Narnia-Geschichten. Wer kann denn dafür gerade stehen, dass das erfüllt wird? Gott. Wenn überhaupt einer, dann nur Gott. Und da merken Sie schon, liebe Gäste dieses Gottesdienstes, unsere Frage, wer sagt denn sowas, meine Güte, verwandelt sich in eine Frage an uns selber. Unsere Frage an den Text wird zu einer Frage des Textes an uns. Kann ich darauf vertrauen und will ich daran glauben, dass die Seligpreisungen von Gott verbürgt sind? Dass Jesus in der Vollmacht Gottes gesprochen hat, dass diese Sätze in der Bibel stehen, weil sie mir tatsächlich durch Gottes guten Geist zugesagt sein sollen? Glaube ich, also verlasse ich mich drauf, dass man als Nachfolgerin, als Nachfolger, als Jüngerin, als Jünger Jesu tatsächlich auf diese Weise getröstet und gesättigt und barmherzig umsorgt, kurz selig wird. Und an wen wenden sich die Seligpreisungen? Möglichkeit A, an die, die er nennt. Also die Armen, die Trauernden, die Gewaltlosen, die nach Gerechtigkeit Hungernden, die Barmherzigen, die Herzensreinen, die Friedensstifter, die Verfolgten und die Ausgegrenzten. Dann sind die Seligpreisungen große Trostworte, die berühmtesten Trostworte vielleicht überhaupt, der Zuspruch Gottes. So, und jetzt könnte ich natürlich Margeritenblüten im Saal verteilen lassen und dann zupfen sie dran und entscheiden, ob sie das sind und sich betroffen fühlen oder nicht. Gibt es das eigentlich heute noch? Sie liebt mich nicht? Nee, ne? Also, fangen wir mal an. Arm. Kommt drauf an, mit wem man sich vergleicht, ne? Aber nö, im Weltmaßstab. Solange noch mehrere Milliarden Menschen von weniger als 2 US-Dollar pro Tag leben müssen, sind alle hier im Raum, kann ich blind sagen, reich. Niemand von ihnen ist im Weltmaßstab arm. Nö. Arm bin ich nicht. Traurig? Nö, ist ja Nachteule und Sommerfest. Ne?
Gewaltlos? Ja, aber hallo. Ich war Zivildienstleister. Ja, wir waren bei Friedensdemos. Bei uns wird nichts geschlagen. Nicht mal die Sahne. Hungrig nach Gerechtigkeit. Ja, und wie in der Firma. Herr Malessa, wenn Sie wüssten, was bei uns... Ja, ich hungere nach Gerechtigkeit. Gender Pay Gap. Wenn Frauen 18% weniger Gehalt kriegen für dasselbe Geld. Ja, klar hungern wir nach Gerechtigkeit. Barmherzig. Ja. Also meistens mit mir selbst, ne? Also im Fitnessstudio zum Beispiel oder bei einer Diät und so, da kann ich gut barmherzig mit mir sein. Reinen Herzens, was ist das? Reinen Herzens, verfolgt und verleumdet. Nö, seit dem Ende der DDR wird in Deutschland ein Christ nicht mehr verfolgt und verleumdet. Und die, die sich dauernd so fühlen, die wollen das wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Wem sagt er die Seligpreisungen? B. Jesus wendet sich gerade an diejenigen, die das alles nicht sind. Also an die Reichen, die Partymacher, an die brachialen Grobiane, an die Korrupten und die gnadenlos Unbarmherzigen und die Intrigenschmiede und die Mobber und die Streitammel und die Kriegstreiber und die Ideologen und die Diktatoren und die Unterdrücker. Die Seligpreisungen sind in Wirklichkeit eine umgedrehte Drohung, ein Warnpfiff, ein Ruf zur Umkehr. Und im parallel erzählenden Evangelium Lukas folgen auf 5 Glückwünsche in der Tat 4 Weherufe. Möglichkeit C. Jesus wendet sich an Menschen, die das eine nicht immer sind und das andere auf keinen Fall sein wollen. Also sage ich mal an Sie und an mich. An Menschen, die weder Heilige sein können noch Schurken sein wollen. Die, wie Paulus wieder Römerbrief Kapitel 7 sagt, den guten Willen haben, aber das Böse schaffen. Und das hat, glaube ich, jede und jeder von Ihnen schon mal erlebt. Und wer es nicht erlebt hat, unterhalte sich noch mal in Ruhe mit seinen erwachsenen Kindern. Dass sie das Gute wollten, es aber nicht geschafft haben und Schlechtes dabei rauskam. Also, die Seligpreisungen wenden sich an Sie und an mich, die wir auf die Vergebung, auf die Kompensation, auf die Vervollkommnung unserer moralischen Mittelmäßigkeit angewiesen sind. Denn Christus bewirkt beides in euch, den guten Willen und die Kraft, das Gute auch auszuführen. Philipper 2, Vers 13. Die Seligpreisungen wenden sich also an Sie und an mich, die wir den Armen helfen, die wir Trauernden beistehen, die wir sanft und achtsam mit uns, den anderen und der Natur umgehen, die wir uns über Ungerechtigkeiten ärgern und für Fairness eintreten, die wir barmherzig mit den Schwächen und Fehlern anderer sind, die keine hinterhältigen Winkelzüge im Herzen planen, die friedfertig, also den Frieden anfertigen, sind in Familie und Gesellschaft. Ja, und die dafür manches Mal als wollsockige Gutmenschen belächelt werden, aber da geht es uns ja noch Gold im Vergleich zu Christinnen und Christen in theokratischen oder ideologischen Diktaturen. Was war nochmal der dritte Punkt, den ich Ihnen versprochen hatte? Was mache ich jetzt damit? Tja, zugegeben, es kann schon nerven, dass Jesus von einer gerechten Welt spricht, von einem Reich des Friedens, einer Basilea Tuteu, einem Himmelreich, einer Sphäre also, in der Gottes Wille und Wesen reale Wirklichkeit ist, die sich einerseits erst nach meinem Tod oder nach dem Ende einer material-physisch-irdischen Welt ereignet, andererseits aber schon jetzt und hier in unseren Köpfen und Herzen wächst und knospenhaft sprost. Ja, was denn nun? Kommt's erst oder ist es schon da? Dieses noch nicht, aber schon jetzt. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen in der Verkündigung Jesu? Einmal sagt er, die Jünger sagen, wie kommt das Reich Gottes? Und er sagt, es kommt die Zeit und ist schon jetzt. Hä? Ich persönlich versuche es mir immer mit einer Eselsbrücke zu erklären, die natürlich wie alle
Beispiele hinkt. Aber da haben meine Töchter mich drauf gebracht. Eine schwangere Frau hat das Kind schon in sich, bekommt es aber erst. Ist doch komisch, oder? Ich wundere mich immer, warum Männer sagen, meine Frau bekommt ein Kind. Ich sage, nee, du bekommst das, sie hat es schon. Sie ist objektiv feststellbar bereits eine Mutter. Sie führt aber noch nicht das typische Alltagsleben der Mutter eines Neugeborenen. Sie ist eine Mutter, führt aber im Moment noch nicht das typische Alltagsleben mit einem Neugeborenen. Man kann das Kind noch nicht sehen, aber man kann es ihr ansehen, dass es kommen wird. Und ihr heutiges Verhalten ist bereits ganz beeinflusst von der kommenden Zeit. Lebt so, sagt Jesus in den Seligpreisungen. Lebt von Gottes Zukunft her. Aber, sagt Jesus in den Seligpreisungen, verlasst euch drauf, begegnet den Armen respektvoll und freundlich, dass sie sich nicht schämen müssen. Überlegt gemeinsam, wie wir Weinende trösten, Partei für die Gewaltlosen, wie wir kämpfen können für Gerechtigkeit und barmherzig sein können mit den Fehlerhaften. Und vor allen Dingen macht aus eurem Herzen keine Mördergrube, sondern schafft und rackert für den Frieden und solidarisiert euch mit den Unterdrückten und Verfolgten. Und beteiligt euch nicht an Ablästerei und Rufmord. Damit stellt ihr die gerechte Welt Gottes nicht selber her. Aber ihr stellt was fest. Ihr stellt fest, dass Gott aus unseren halben Sachen ganze Wunder machen kann und dass auch aus kleinen Herzen große Taten folgen. Und dann könntet ihr erleben, dass man euch mit Juchzen und Jubelpfiffen gratuliert. Am besten auf Hebräisch in laut und hoher Tonlage. 3, 2, 1. Wie hieß das Wort nochmal? Amen. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Großer und barmherziger Gott, danke für dein Reich, das hier und da jetzt schon aufblitzt, wenn ein Trauernder doch einmal lächelt, wenn ein Armer Arbeit findet, wenn Kirche lebendig wird. Danke Gott für dein Reich und für den, der es bringt. Danke für Jesus, dass er uns auch heute noch nicht in Ruhe lässt durch seine Worte. Uns beunruhigt und zugleich innerlich stärkt. Lass dein Reich weiterhin anbrechen, auch bei uns, Gott, auch in der Kirche, die sich so radikal verändern wird. Selig sind die, die reinen Herzens sind. Ja, Gott, komm zu uns,
damit wir reinen Herzens werden und dich schauen, auf dich hören, beten und schenk uns immer mehr dein Reich. Und alles, was uns sonst noch beschäftigt, legen wir in die Worte, die uns Jesus zu beten lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott möge seine schützende Hand über dir halten und dich begleiten mit seiner Kraft und mit seinem Segen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.